Mumbletreff.de heute, wie jeden Mittwoch um 20 Uhr auf mumbletreff.de. Heute das Thema: Wie kommunistisch ist das Venus-Projekt, beziehungsweise über Kommunismus, Kapitalismus und das Venus-Projekt, das gestern auch besprochen wurde auf Cracker Info. Ich begrüße heute Abend alle Live-Zuhörer auf dem Stream und natürlich hier auf Mumble. Kommt rein und redet mit. Ja, ich freue mich drauf. Also wir können auch ganz locker jetzt erstmal anfangen zu reden, oder wollt ihr euch erstmal alle vorstellen? Es reißt sich keiner darum, sehe ich gerade. Ja, gut. Carmen, was hattest du für einen Eindruck von dem Gespräch gestern? Tja, Susare, was hatte ich denn für Eindruck? Naja, sagen wir so, ein recht gemischter. Ich frage mich, wie sie das Ganze überhaupt jetzt von der Nachbetrachtung her umsetzen wollen. Es ist gar nicht so einfach, überhaupt. Wenn ich jetzt so an meine Zeit denke, jetzt sagen wir betrieblich gesehen, finanziell, die wollen ja vom Finanzwesen weg, quasi virtuelles Geld erzeuge, dass es quasi alles über EDV abgewickelt wird. Nur inwieweit ist es umsetzbar, kontrollierbar, transparent, und so weiter. Dann halt die politische Führung. Das sieht man wieder, das Ganze sieht man irgendwie wieder ein bisschen Kommunismus aus oder was auch immer. Gut, Kommunismus ist halt eine Auffassungssache. Ich sehe es mit gemischten Gefühlen. Ja, das ist so eine Frage, ne? Also es muss erstmal eine Weltwährung geben, die auf Computer basiert, und zwar bargeldlos. Dann ist das Venus-Projekt durchaus denkbar. Ziolux, möchtest du auch was dazu sagen? Ziolux? Ja, kann ich gerne machen. Also mit der Bargeldlosigkeit, naja, das wird ja jetzt schon angestrebt. Die Sache mit dem Computer, ja. Ich meine, es wurde ja so vorgestellt, dass der Computer als Werkzeug dienen soll. Das heißt, man ermitteln kann, wie man Rohstoffe verteilen kann, möglichst effektiv, was ja auch ganz gut läuft. Das ist ja dann halt Speditionsbetrieb, ne? In irgendeinen Ismus das Ganze zu packen, Kommunismus oder sonstiges, da wäre ich vorsichtig. Es hatten gestern, also zumindest einer der beiden Referenten, ja auch genau erklärt, was der Unterschied zwischen einer ressourcenbasierten Wirtschaft und einem kommunistischen Prinzip ist. Ja, eine ressourcenbasierte Wirtschaft, so wie die beiden das anstreben, auf freiwilliger Basis, kann kein Ismus sein. Einen Ismus zwingst du auf. Damit hast du automatisch das Problem, dass alle es nehmen müssen, ob sie können oder wollen oder nicht. Wenn es auf freiwilliger Basis läuft, dann haben die Teilnehmer zumindest noch also erstens einmal die Chance zu entscheiden, inwieweit sie sich da beteiligen möchten und wie ihre eigenen Planungen da aussehen, also wie sehr sie da entsprechend Leuten Förderung zukommen lassen, wie weit sie ihre eigenen Ressourcen zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Also ich wäre mit sowas wie Ismen wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Das sollte man auseinanderhalten, sollte man unterscheiden können. Weil sonst wird's sehr schnell sehr schwierig. Also auch die Leute ja fair zu behandeln und mit denen auf faire Basis na, diskutieren zu können. Ja, es Ja, soll es soll ja, bitte, bitte. es Es soll soll ja, ja, du hast Echo, Echo, Sio. Sio. Es soll Ja, ja ohne ohne Gewalt Ge ablaufen. Also nur mit Werbung, ne? Gell, hab. Da hat er sich schnell stumm gestellt. Hab. Hast du wieder die Alu-Tüte auf dem Kopf? Ich mach Spaß. Der hat keine Alu-Tüte auf dem Kopf. Ja, was haltet ihr vom Venus-Projekt? Mal so nebenher noch mal in die Runde.
Nichts. Ich habe da ein komisches Gefühl bei, und zwar aus folgenden Gründen. Also das ist jetzt nicht rational begründet oder so, sondern irgendwie erinnert mich das ganze Gerede und auch die Bilder, die Visionen, die Vorstellung von der Utopie, es erinnert mich an die Vorstellung von Science Fiction, die ein Mensch in unserer Zeit heutzutage hat. Da muss ich an viele komische Science Fiction Filme denken, ja, und komme dann zur Schlussfolgerung, dass keiner dieser Science Fiction Filme eine utopische Gesellschaft dargestellt, ja, sondern dass der technologische Fortschritt und die Technologisierung aller Prozesse, ja, sodass der Mensch bedeckt wird von jeglicher Arbeit, dass das anscheinend immer in eine dystopische Gesellschaft führt, weil nämlich dadurch mehr Macht und Kontrollmöglichkeit entsteht und der Mensch in so einem System immer mehr unterdrückt wird als in dem, was wir jetzt hätten. Also ich habe da von vornherein ein schlechtes Gefühl gehabt. Also ich kenne das Venus-Projekt auch schon was länger. Deshalb war ich wahrscheinlich auch schon ein bisschen voreingenommen, als ich das dann zugehört habe. Aber der Mann hat es mir ja bestätigt. Tja, was ich mich frage, jetzt rein aus dem sozialen Aspekt raus. Die wollen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, technologiebasierendes Land oder Stadt haben. Wenn ich mir jetzt aber auf der anderen Seite überlege, ein Mensch, der jetzt alt wird, Pflegefall soll, oder schwerbehindert, sollen wir uns jetzt vom Robotern den Hintern abputzen lassen? Oder uns füttern lassen? Gut, füttern lassen geht mittlerweile mit Roboterarmen, aber jetzt den Hintern abputzen lassen, jetzt mal ganz übertrieben betrachtet, wie stellen die sich sowas vor? Ich meine, alt und gebrechlich werden wir alle mal. Neben einem Säugling, ein Baby, was eine Mutter auf die Welt bringt, will ja auch am Anfang gehätschelt und getätschelt und gepflegt werden. Ja, das gibt bestimmt Schocktote, wenn die Wahrheit dann auf dem Tisch liegt, ne? Das ist ja die Frage, wird die Wahrheit denn überhaupt auf den Tisch gelegt? Als wir gestern immer dieses Thema angesprochen haben, was glaubt denn ein Mensch in dieser Gesellschaft? Was herrscht für ein Glaubenssystem? Es muss ja irgendwas geändert werden in den Ansichten der Menschen, damit sowas funktionieren kann. Wir haben keine Antwort drauf bekommen. Wird der Mensch wirklich über die Wahrheit aufgeklärt? Das heißt, geht dieses Venus-Projekt mit einer Aufklärung des Menschen einher? Oder ist es genau das Gegenteil? Das ist die Frage. Ja, das berührt ja jetzt wieder die Zukunft und in der Zukunft, da gibt es immer so Ängste. Ängste vor einer neuen Weltordnung, vor der NWO, die ja von der Merkel auch mal angesprochen wurde oder dem Papst. Und dann sagen viele, du hast du schon gehört, das Venus-Projekt, das ist doch ein NWO-Stiefel, da wollen die uns doch wieder was für umsonst verkaufen und dabei uns dann in so ein Computersystem reinstreuen. Also ich bin der Meinung nicht, ne? Die globalen Ressourcen werden dann alle in einer Stiftung vereinigt und das Venus-Projekt steuert die Menschen über einen Computer. Es klingt überhaupt nicht nach NWO, oder was meint ihr? Voll. Voll. Das war jetzt ein Joke, wa? Da habe ich lieber eine Bratwurst in der Hand als so ein Projekt. Ja, da muss man ja erstmal gewährleisten können, dass diejenigen, die Hebel in der Hand haben, ja, dass das Menschen sind, die das Herz am rechten Fleck haben. Der Mann vom Venus-Projekt hat gesagt, dass nur noch diejenigen Entscheidungen treffen dürfen, die das nötige Wissen dafür besitzen. Aber wer entscheidet dann wieder, wer das richtige Wissen besitzt und wer nicht? Ja, es kann genauso weitergehen, wie es jetzt ist, dass da einfach irgendwelche Akademiker sitzen, die ihr Leben lang zu allem Ja und Amen gesagt haben, was sie studieren mussten, um Einsen zu bekommen. Die entscheiden sich natürlich niemals gegen das, was ihnen von oben aufgetragen wird. Das ist Kommunismus pur. Das hatten wir doch im Sozialismus auch. Die Ressourcen wurden verteilt von einer elitären Gruppe. Das ist nichts anderes. Das klingt bloß netter. Kommt wieder der Komfortzone des Menschen entgegen. Also ich wollte damit ausdrücken, dass es pro NWO sein könnte. Und also ich bin für das Venus-Projekt. Auf jeden Fall. Ne? Koste es, was es wolle. Und die werden es schaffen. Ja, komm. Ja, du was lügst doch. Du für so einen Scheiß da? Du lügst das. Du hast ja im Illuminati-Chat hast du ja geschrieben, ich bin neutral. Ja, ich bin ja neutral. Das war jetzt ein Witz. Forex geht doch nicht gleich durch die Decke. Ich ja, bei dir weiß man ja schon gar nicht mehr, was du jetzt wirklich redest oder meinst.
Da redet halt, was Sache ist, aber nicht immer so zweifelhafte hin und her, weil ich kann es bald nicht mehr hören, muss ich dir ehrlich sagen. Also es ist ganz einfach, pass auf. Das Venus-Projekt. Ihr kennt doch die globale Finanzelite, die hat ja schon also ganz schön viel Kohle und Ressourcen. Damit die das rüber retten können in das neue Zeitalter, müssen die dann alle Eigentümer verstaatlichen. Und da möchte das Venus-Projekt praktisch als trojanisches Pferd, tatsächlich, es ist so, die Welteigentümer vereinen, um es obsolet zu machen, um diese Kämpfe und Polizei und hin und her, das Ganze überflüssig zu machen. Und den Ansatz finde ich nicht schlecht, deswegen unterstütze ich das tatsächlich. Aber der Grundgedanke, dass dann kein Eigentum mehr gibt, ist ein bisschen, ja, hat ein komisches Geschmäckle. Das stimmt doch so nicht. Das Eigentum wird zentralisiert in wenige Hände, Valentin. Das ist genau das, was du gut findest. Genau damit ködern sie dich, um genau das zu erreichen, was sie wollen. Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das als provokatorische Diskussion hier mit reinbringst, weil wenn es ernsthaft dein Glauben wäre, was du da gerade erzählst, da wäre ich jetzt etwas irritiert. Weil wenn du genau dahinter schaust, wem dient es, von wem kommt dieses Venus-Projekt, was wollen sie? Sie meinen, wenn alle das Gleiche haben, geht es den Menschen gut, das ist doch Blödsinn. Ja, das ist für mich eine andere Art und Weise, das noch vorhandene Eigentum aus dem Mittelstand in die Großmonopole zusammenzuziehen und von dort aus sollen die Rohstoffe verteilt werden nach Gutdünken, das ist Diktatur. Punkt aus Ende. Sieht nur nett aus. Naja, gut, aber auf der anderen Seite, schau mal, wenn es kein Geld mehr gäbe, wenn es nur bedarfgesteuert produziert würde, dann gäbe es sowas wie Kapitalismus von heute auf morgen nicht mehr. Es gäbe diese Ellbogenscheiße nicht mehr. Wer legt denn den Bedarf fest? Entschuldige bitte, Amadon. Wer legt den Bedarf fest? Wer soll für wen welchen Bedarf festlegen, wenn es kein Geld mehr gäbe? Also du findest das elektronische Geld toll, ich auch. Also als herrschende Systemmanipulator würde ich sagen, geile Idee, lass die Jungs mal sich für elektronisches Geld entscheiden, weil dann heißt es komplett unter Kontrolle. Weil Geld ist weder gut noch schlecht. Geld ist zur derzeit jetzt im Moment ein Enteignungsmittel. Mehr nicht. Die Mittelschicht soll enteignet werden, damit wir genau eben das haben. Eine zentrale Verwaltung der Ressourcen, der restlich verbleibenden Ressourcen. Ja, um damit eben wieder Gewinne machen zu können in diesen Großunternehmen. Naja, jetzt mal, okay, hast ja recht. Es ist also, hört sich ganz schön ungemütlich an, so wie du das siehst. Jetzt möchte ich aber mal zurück in die Geschichte schauen. Wir hatten das, und da möchte ich ganz schön weit zurückgreifen, aber nur ganz kurz ansprechen. Also wir hatten das Römische Reich, ja, dann hatten wir Europa, dann hatten wir die Globalisierung. Und der letztendliche Schluss wird sein, dass alles in einem System ist. Es ist leider so, dass alles in einem System endet. Das ist deine persönliche Auffassung. Übrigens haben wir immer noch das Römische Reich, da hat sich noch nichts geändert. Die äußeren Bedingungen sind nur verändert worden. Das Grundprinzip ist immer noch das gleiche geblieben. Also die äußeren Bedingungen in der Nichtsichtbarkeit des Ausbeutungsfaktors, also die Ketten sind weg, die sind jetzt durch Plexiglas ersetzt und mit bunten Farben. Wie gesagt, ob es in einem System so enden wird, ich denke, Systeme sind künstlich angelegt. Künstliche Systeme bedarfen Unmengen an Energie, das sehen wir, das Energie hier ist hier gerade Geld, gerade zur Zeit und es macht irgendwann die Leute schlapp und kaputt und sie können nicht mehr, weil sie diese Energie gar nicht mehr reinstecken können, das siehst du ja jetzt bei den meisten Menschen. Im Moment sind sie noch dabei, irgendeinen Schuldigen zu suchen für die ganze Arie, nur irgendwann werden sie feststellen, dass da keiner dran schuld ist, außer dass sie sich halt bedingt durch äußere Umstände mehr oder weniger haben selber damit reinziehen lassen.
Und es kann nur eine natürliche Gesellschaft entstehen wieder. Und es kann auch nur innerhalb von kleineren, nach meinen Verständnisgruppen, eine, wie du sagst, ressourcenbasierte Versorgung erfolgen. Weil, wie gesagt, was hier geschieht, ist rein profitorientiert. Kostenminimierung und Gewinnmaximierung. Und dieses Denken, und Moment, dann sind wir jetzt beim Eigentumsdenken. Der Gedanke ist ja nicht schlecht, weil Eigentum ist ja die Ursache des Ganzen. Wenn ich andere von Lebensnotwendigen abschneiden kann, dann kann ich sie manipulieren, dann kann ich sie steuern, weil ich schneide sie von Lebensnotwendigen ab. Wir haben zwar Menschenrechte, aber was nützt mir ein Menschenrecht, wenn ich nicht mir was zu essen besorgen kann, wenn ich Hunger habe und dann noch als Dieb bezeichnet werde? Ja, also es ist wohl doch so. Es soll ja nicht dann das Eigentum im Vordergrund stehen. Es soll ja dann so sein, du machst deinen Kühlschrank auf, nimmst die Milch heraus, weil sie leer ist, schmeißt die Tüte weg und dann kommt schon elektronisch die Bestellung und die Lieferung in deine Wohnung. Also es soll völlig ohne Geld abgewickelt werden. Was ist denn das für eine krankhafte Vorstellung? Das ist Robotmensch, oh weia, Valentin, ich bitte dich, Schlaraffenland, ja? Naja, also Mona, erstens bist du mir jetzt ins Wort gefallen und zweitens wurde damals errechnet, dass der Mensch stirbt bei einer Geschwindigkeit über 30 km/h. Das war die erste Bahn, als die in Nürnberg erfunden wurde. Und genauso hört sich das bei dir jetzt ein bisschen an, so Angst, ne? Ich habe keine Angst davor. Du kannst das gerne machen, Valentin. Aber komm nachher nicht und sag, die haben mich aber hier, die manipulieren mich. Genau. Schließlich bedeutet das, wenn du ein zentral gesteuertes Verteilungssystem haben willst mit Computer, und das ist ja einer der Kerne des Venus-Projekts, ein großer Kern, es wird ja auf Computer gesetzt, weil Menschen ja Arschlöcher sind und so, dann hast du da muss der Computer immer wissen, alles wissen, damit er das auch alles korrekt berechnen kann. Das okay. Heißt, du hast damit eine totale Kontrolle über okay. Die Menschen. Na gut, dann gehen wir halt mal davon aus, dass es erstmal nur eine Stadt geben wird. Und da gibt es kein Zentrum irgendwie, was das verwaltet, sondern wirklich, wie Mona sagt, regional, dass es Selbstversorger sind und sich durch so ein computergestütztes System selbst versorgen und arbeiten gehen. Dann wäre doch das ideal. Also ich finde, die Idee ist super. Ja gut, aber du gehst ja davon ja nicht aus. Du sagst im Prinzip, ich bestell mir was, als Beispiel eine Tüte Milch oder was, und dann kriege ich die. Also da steht zwar Milch drauf, aber ob die nun Naturprodukt ist oder ob die chemisch hergestellt ist, steht da nicht drauf, da steht Milch drauf. Und du kriegst nichts anderes, also trinkst du das. Und wenn das eben scheiße ist, trinkst du auch scheiße, da steht ja Milch drauf. Also dein System, das ist so. Dein Computer, nee, das unterstellst du mir gerade. Ich trinke doch keine Scheiße. Obwohl sich Milliarden von Fliegen nicht täuschen können, ne? Ja, aber wenn da Milch draufsteht oder was, dann kriegst du nichts anderes. Was da drinnen ist, vollkommen egal. Das ist ja alles computergesteuert. Das hat nichts mit Atoken Leben zu tun. Diese Art, der Computer macht schon alles. Na, der Computer wird dir was husten. Muss ich aber zustimmen mal, weil autark leben bedeutet was ganz anderes, als einen Computer und die Technologie alles regeln zu lassen, wofür eigentlich menschliche Energieaufwendung nötig wäre. Also die meisten Menschen, die davon träumen, autark zu leben, die stellen sich das genau im Gegenteil vor. Die stellen sich vor, dass sie wirklich auch das Bedürfnis wieder haben, für ihr eigenes Leben Arbeit aufzuwenden, ja, dass man zum Beispiel sein eigenes Beet hat, wo man sich sein Gemüse pflücken kann. Wenn man Milch trinken will, dann hat man seine eigene Kuh, die man melken muss und sowas. Darum geht's. Das ist doch der Traum, der zurück zur Freiheit führt, oder? Ja, natürlich. Also für was brauche ich im Prinzip bei einer Produktion einen Computer? Die autark leben, das wir es ja Mona auch im Prinzip in Bolivien, die machen das, was eben notwendig ist. Die sehen das schon, die haben das im Gefühl. Und die können auch miteinander handeln. Da brauchen sie keinen Computer, da brauchen wir nicht einer sagen, ach naja, also du musst das machen oder das machen, damit wir das und das liefern können. Das machen die schon untereinander. Valentin, sorry, du träumst vom Schlaraffenland. Kann ich ja nachvollziehen. Wenn du das Märchen kennst, was war das Resultat vom Schlaraffenland? Weil es ist ja auch alles im Mund geflogen, in Anführungsstrichen. Also die Grundbedürfnisse wurden gesichert durch irgendetwas. Was ist passiert? Die Leute sind krank, fett und faul geworden, Valentin. Hm,
Naja, es mag schon sein, dass es da im Vorausdenken von Gesellschaftsformen jetzt natürlich zu Widersprüchlichkeiten kommen kann. Das sind ja Denkmodelle, ne? Und ich lasse mich da gerade ein Stück weit ein und sage, okay, warum nicht? Ich denke das jetzt mal durch. Ich habe da übrigens eine Grafik rein, da links im Chat. So stellt sich der Chuck Fresco eine Stadt vor, zum Beispiel mit einem Zentrum und mit auch großen Wohntürmen. Und außen herum ist die Herstellung der Nahrung. Und in der Mitte ist medizinisches Versorgungszentrum, Einkaufssachen und so. Was heißt Einkaufssachen? Halt Nahversorgungszentrum. Und ich muss da einfach mal die Gegenprobe machen. Also wenn zu mir einer kommt und sagt, pass auf, da gibt es eine Stadt, da ist die Stadtgrenze. Wenn du da reingehst, dann besitzt du keinen Cent mehr. Aber dafür hast du eine Wohnung, Klamotten und immer was zu essen. Und es wird was veranstaltet, ab und zu. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von heute auf morgen sagen würde, okay, mache ich. Naja, natürlich machst du das, aber das, was du kriegst, darfst du nicht nachfragen. Sobald du nachfragst oder was, kriegst du keine Antwort. Ich sagte ja schon, also was da auf den Packungen steht, das hast du zu nehmen. Und wenn du anfängst zu fragen oder was, macht man dir in irgendeine Packung irgendein Medikament drin. Wirst du ruhig gestellt, gibt nichts anderes. Das sagt doch keiner. Das ist doch keine Insel wie in Kuba. In Kuba ist es so, dass da der Kommunismus so weit geführt hat, dass es nur noch eine Zahnpasta gibt, die hat noch nicht mal mehr eine Aufschrift, weil jeder weiß, wie dieses Produkt heißt. Braucht Aber ja du auch kein kannst ja. Mensch, Valentin. Braucht kein Mensch. Du Ernsthaft. kannst aber auf eine andere Insel gehen. Also das heißt, ich kann ja aus der Stadt raus oder wieder rein. Ne? Also wenn es mir nicht schmeckt, Henry, dann kann ich da weg. Das Nee, ist ja kannst du nicht so, nicht. dass es da Umerziehungs-, doch, das Da gibt muss ja erst, keine. ja, aber da musst du erst mal einen Antrag stellen, weil du hast ja eine Wohnung bekommen, umsonst kriegst du ein Essen oder was. Ja, und dann muss der Computer dir ja möglicherweise erst mal eine neue Wohnung zufügen oder was, damit du da eben auch, du kannst dann in irgendeine Wohnung gehen oder so, wo da ein anderer drinnen lebt oder womöglich, wo ein anderer schon eingeplant ist. Du kannst ja nicht da irgendwo rumlaufen, was du willst. Das ist alles Natürlich. hier. Nö, kannst du nicht. Das ist Das ist alles deine geplant mit dem Fantasie. Computer. Nee, das ist alles Ja. geplant mit dem Computer. Der Computer macht schon. Wenn du ein Auto brauchst, machst einen Antrag, ich brauche von da, dann stellt er dir das Auto zur Verfügung, kannst es benutzen. Brauchst du 4 Stunden, dann stellst du das ab und ein anderer kann das benutzen. Das ist alles per Computer sozusagen gesteuert. Da kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt hau ich ab, weil ich keine Lust mehr habe aus dieser Wohnung und gehe woanders hin. Dann sagt er dir, ja, versuch mal. Also in keine Wohnung sozusagen kommst du rein, weil wir haben ja hier alles über den Computer gesteuert. Und da stehst du zurzeit nicht drin. Ob du das willst oder nicht, interessiert den Computer nicht. Wie So wie lange? im Osten. Es ist aber auch völlig wurscht, ob das nun so ist oder nicht. Wisst ihr warum? Weil, wenn es so ist, dass du das freiwillig machen kannst, alles, wie Eben. Valentin das sagt, dann ist dieses System, dieses ganze System, das kann nur funktionieren, wenn es weltweit ist und wenn alle Ressourcen vorhanden sind und so weiter und so fort. Dann Oder wenn muss, Geldgeber da dann haben sind. Sie haben ja gesagt, das muss alles freiwillig sein. Und das ist Ja. völlig idiotisch, das wird niemals passieren, dass die Leute das alle freiwillig annehmen. Das ist erstmal schon mal Quatsch. Und wenn sie es andersrum machen und sagen, ja, wir brauchen nur eine bestimmte Anzahl und den Rest machen wir dann mit Gewalt, dann ist es ebenso verabscheuungswürdig. Also ist es eh Quatsch. Na, du sollst ja auch bloß darüber nachdenken, ob es eben ein bargeldloses Geldsystem gibt. Über das andere, das ist nur Nebensache, weil das ist so und so, wie du schon sagtest, absolute Utopie. Also erstmal müsste schon der technische Fortschritt in der Hinsicht so sein, ja, dass keiner mehr arbeiten brauchte und nur noch aus Lust, weil so und so die meisten dann eben lustlos sind, die ihnen dann eben was anderes machen. Vielleicht gibt es dann 10 Millionen Radfahrer, weil die dann unbedingt alle die Tour de France fahren wollen. Ist ja egal. Also, wie ich das sehe, brauchen die nur eine Stadt. Die brauchen dann zwar Geldgeber am Anfang, aber die brauchen nur eine Stadt, um das zu demonstrieren, ob das funktioniert. Kann Und dann wäre doch das okay. das denn nicht Wenn's funktionieren, Valentin, weil der Geldgeber will ja sein Geld und noch was dazu zurückhaben? Na, Dann am hast du das Anfang. gleiche wie hier, nur System richtig gesteuert. Naja, aber wie ist es denn heute? Wer hat denn heute wirklich was? Es gibt Grundsteuer, die gehört kein Gebäude, die gehört 1 Meter Dreck. Und das Gebäude selber, das gehört den meisten noch nicht mal selber, die zahlen Miete, ne?
Was gehört denn den Menschen? Heute ist alles, was du machst, also jede Arbeit, die du machst, wird versteuert. Darum geht es ja hier in dem Staat. Also egal, ob du arbeitest, musst du Steuer zahlen. Du gehst irgendwo was einholen, zahlst du Steuer. Machst irgendwas, zahlst du Steuer. Überall. Wenn du irgendetwas machst ohne Steuer, dann nennt man das Schwarzarbeit. Das wird so verfolgt, als ob du eben ein Verbrechen gemacht hast. Da kann dir nämlich dann möglicherweise keiner in die Taschen greifen. Da sagst du, was wir ja Tauschmittel machen, aha, der arbeitet 2 Stunden für mich oder was und dafür kriegt er eine x-beliebige Summe oder irgendetwas. Nein, das geht nicht, da ist ja keiner, hat ja kein Staat oder kein Fremder den in eine Tasche gegriffen. Darum geht es nur, dass eben sozusagen dieses System, in dem wir wohnen, dir bei jeder Tätigkeit, die du machst, in die Taschen greifen kann. Und du musst damit einverstanden sein. Tolle Sache. Also, ja, dass die Leute. Ja, naja, gut, aber dass die Leute selbst eben, wenn eben ja eine Schwarzarbeit gemacht wird, sich dann in die Tasche greifen lassen und dann eben verklagen oder weiß ich was, nur weil sie bei ihrer Schwester oder beim Bruder mal, weiß ich nicht, ein Zimmer tapeziert haben und der hat gesagt, naja, ist billig, ich gebe dir mal 100 Euro, bist du schon, hast du schwarz gearbeitet, wirst angeklagt und weiß ich was. Ja, naja, also da sind dann die Leute auch, ja, ja, ist ja richtig, der hat ja auch, in Wirklichkeit hat er ja auch schwarz gearbeitet, darüber denken die Leute überall nach. Und wenn du über Unfug nachdenkst, naja, das ist im Prinzip das, was sie wollen. Sie wollen uns von den Tatsachen eben wegbringen, dass wir nur noch über Unfug uns unterhalten. Ihren Plan, den haben sie schon lange gemacht. Also der, wenn der eben kommt, kommt da, meinen sie. Aber jetzt wollen wir erstmal, dass die Leute mit Unfug sozusagen, naja, ihre Zeit verbringen sollen. Nee, jetzt hast du dreimal Unfug gesagt. Ich möchte ein bisschen rügen. Nicht nur mit Unfug, sondern sie testen auch die Komfortzone ab, was sie den Leuten als schmackhaft verkaufen, um genau das durchzusetzen, ihre Ziele. Und das Venus-Projekt ist für mich sowas. Auch dieser Fitzek ist für mich auch sowas. Genau. Naja. Ich stimme dem auch zu. Das also ist alles Projekte, um den Menschen etwas schmackhaft zu machen, was er eigentlich von Grund auf ablehnt. Genau. Wo lehne ich denn das Zeitgeist-Projekt ab? Wo denn? Naja, eigentlich widerspricht die Fortentwicklung unserer Gesellschaft von dem, was wir ursprünglich gewesen sind, der natürlichen Evolution des Menschen. Wir merken noch, dass es eigentlich eher in eine destruktive Richtung geht als in eine konstruktive. Eine Rückentwicklung, die wäre sinnvoll. Ja, also Rückentwicklung. Nee, deswegen habe ich an der Geschichte auch extra zurückgegriffen. Damals hatten wir Sippen, dann Dörfer, dann Städte, dann Länder. Ne, dann kamen die Kontinente und jetzt kommen die interkontinentalen Vernetzungen. Es sind zwar immer noch Dörfer und Gemeinden und Städte mit Familie, ja, aber wir sind ein Riesenorganismus geworden auf dieser Welt und so eine Idee umzusetzen, eine bargeldlose Gesellschaft oder eine Gesellschaft auf Ressourcen basierend, das ist natürlich etwas schwer verständlich. Für mich auch. Das ist nicht schwer verständlich, das ist Unfug. Sagte ich doch. Du kannst doch nicht einfach sagen, im Prinzip jetzt China oder Russland oder selbst Indien oder was so, jetzt müsst ihr unser Projekt hier mitmachen oder was. Das geht doch ja nicht. Also ressourcenbasiert heißt in meinen Augen nicht automatisch bargeldlos. Und ressourcenbasiert ist auch nicht gleich ressourcenbasiert, so wie das Venus-Projekt es darstellt. Ressourcenbasierung ist etwas Feines, aber es geht auch anders, meiner Meinung nach. Weil der Hauptschwerpunkt liegt dort ja darauf, auf der Technologisierung, ja. Und dass die Arbeitsprozesse halt vereinfacht werden. Ja, und auf der anderen Seite geht es um die Enteignung des Menschen, es geht um die Gleichschaltung aller Menschen und es wird immer eine Gruppe darüber geben, ja, die diesen Begrenzungen nicht unterliegen, die die Regeln bestimmen, die die Werte festlegen und die werden sich nicht unter uns befinden. Das ist das Problem. Ressourcenbezogen nämlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, eine kleine Gruppe von Menschen hat die Ressourcen unter sich, unter dem Deckmantel, es gehört allen, hat man ja schon mal im Sozialismus und entscheidet über die Ressourcenverteilung. Und das geht nicht. Ja, aber was versteht ihr denn unter Fortschritt? Was ist denn Fortschritt überhaupt? Hier, Moment, heute wird nur am Mangel Fortschritt entwickelt.
lass mich da noch mal einhaken. Also, das ist richtig. Ja, stimmt. Die Ressourcen gehört dann zu irgendeiner Stiftung, die gehört wieder irgendwie zusammen mit irgendeinem Klüngel, wie es aber heute auch schon ist. Wie sind beim Faschismus, beim Kapitalismus, beim Kommunismus? Da gab es Kommissare, dann gab es die Konzerne, die hießen da drüben anders. Kombinate hießen da die Konzerne. Und so wird es natürlich auch weiterlaufen, ne? Ganz klar. Aber für mich interessant ist es und bleibt es, irgendwo in ein Geschäft zu gehen, das zu nehmen, was ich brauche, und dann nach Hause zu gehen, mir keine Sorgen zu machen wegen Geld oder Arbeit oder sonst was, sondern dass wir in der Gemeinschaft den Warentausch wieder ressourcenbasiert etablieren könnten. Okay, das wär's und was Mal. Tust du, damit du dann in ein Geschäft gehen kannst und dir dafür ohne irgendeinen Austausch die Ware nehmen kannst? Was ist deine Leistung, die du da gegenstellst? Ja, erstmal muss man sich den Regeln unterwerfen, der Gemeinschaft, also der Stadt, des Dorfes, der Familie, in der man lebt. Akzeptieren, ja. Und dann zweitens möchte man sich natürlich auch unentbehrlich machen. Also ich möchte natürlich irgendwas tun, wovon andere profitieren und ich bewundert werde. Und davon gehe ich aus, dass der Mensch so gestrickt ist. Es ist ein bisschen naiv vielleicht, aber... Also das ist nicht naiv, das ist die allgemeine Denke, was du gerade gesagt hast. Nee, er möchte gerne im Schaufenster stehen und irgendwie, weiß ich nicht, einen Anorak präsentieren, damit er bewundert wird. So ein Blödsinn. Ja genau, das ist aber die allgemeine Denkweise zurzeit. Genau das ist ja, was das Teilende ist, indem sich das Individuum als... bewundernswert, besser, anerkennenswert, Lob, Bonus, keine Ahnung, irre. Das ist auch das, was die Verrückten dazu treibt, nach Macht zu streben eigentlich. Richtig. Ja, aber es sind Verrückten jetzt wirklich nur um Macht. Also da ist eben, also automatisch, wer Macht hat, hat automatisch Geld. Also da, da geht eben wirklich eigentlich nur um die Macht. Ja, Monoro frag, ich meine ja jetzt, das momentane System, haben wir ja alle ein gewisses Einkommen. Ob das jetzt ein erwirtschaftetes Einkommen ist, durch den Beruf oder Gewerbe, was auch immer. Ja, wie sieht, da haben wir ja auch Limits. Sagen wir mal, Einkommen von 2.000 Euro. Ja, wie soll denn das jetzt halt auf dem Venus-Projekt basieren? Ich meine, wir können ja nicht noch ein Limit sozusagen konsumieren. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Rolli, du musst also bei das so dem vorstellen. Kannst du alles kaufen, da gibt's kein Limit. Wenn du im Prinzip ins Geschäft gehst und möchtest eben an einem Tag 10 Flaschen Sekt trinken, dann kannst du sie dir rausnehmen aus dem Regal und kannst 10 Flaschen Sekt trinken, obwohl du nur eine brauchtest. Ist egal, darum geht es auch. Also du kannst eben so, wie du dich gerade fühlst, kannst du ins Regal greifen und kannst es nehmen. Also weil du ja eben bargeldlos bist, kannst du das nehmen. Ja, genau. Es ist aber so wahrscheinlich nur begrenzt in irgendwo einer Stadt möglich, dass man das abgegrenzt erstmal macht, ne? Dass nur Güter da sind, die auch gebraucht werden. Das wird erhoben durch die Nachfrage, und die Nachfrage bestimmt also, was geliefert oder was gebraucht wird. Und je nachdem, was ich mir aus dem Regal ziehe, das wird dann wieder produziert. Naja, dann hast du eben nur die eine Zahnpaste, über die du dich vorhin gerade beschwert hast, weil es wird nur eine Zahnpaste gebraucht und nicht mehr. Genau, ja. Das darf nicht so auslaufen. Du kannst dich auch im Sekt baden, also da brauchst du nicht nur eine Flasche, aha, dann holst du dir 100.000 oder was und badest im Sekt. Also das kann jeder so halten, wie er will. Vollkommener Unsinn, finde ich. Also nach welchen Ressourcen geht man? Der eine möchte das, der andere möchte das eben nicht. Ja. Also ich bin gespannt und ich würde sofort in so eine Stadt ziehen. Erstmal nur, um es auszuprobieren, weil mir das alles zum Halse raushängt. Hier, das Gerenne wegen jedem Cent. Naja, aber dann rennst du in etwas hinein, ohne zu überlegen, wenn du das wirklich jetzt mal angenommen so machen würdest. Valentin, und letztendlich, kannst mich jetzt böse nennen, bist du jemand, der nur nimmt in meinen Augen, weil du hast ja nicht mal einen Beitrag, du findest es gut, dass du versorgt wirst, du findest es gut, dass du dich um nichts kümmern musst, dass dir das alles auf den Sender geht, aber wer das für dich da produziert und herstellt und woher die Ressourcen kommen, interessieren dich ja nicht, dir geht es eigentlich nur um
dich, um deine Komfortzone. Und die wird dadurch abgedeckt und deswegen findest du das spannend. Genau, so sollte jeder egoistisch sein, um seinen Vorteil darin zu sehen. Denn wenn die Mehrheit der Menschen so egoistisch wäre, dann hätten wir nicht diese Mega-Egos in Form von Konzernen, die uns jährlich die Milliarden abzocken. Oh, das ist aber, die sind alle so mega-egoistisch, genau weil sie so sein wollen wie die großen Konzerne. Nee. Ja, du bist doch genauso. Nee. Ja. Das stimmt nicht. Ich mache zum Beispiel hier meine Sendung kostenlos und erwarte halt von anderen auch mal, dass sie irgendwas tun. Ja, du machst aber nur kostenlos, weil du finanziert wirst von irgendjemandem. Nee. Ja, sicher, weil und wenn du sie Kosten mit Kosten machen würdest, bin ich mir nicht sicher, ob du drei Leute mehr hättest als... Versteh mal, Valentin. Also, du kannst machen, was du möchtest, ja, und du kannst das auch gerne als kostenlose Arbeit sehen. Wenn ich sowas mache, sehe ich das als, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich dafür irgendeine Gegenleistung erwarte. Ja, erwarte ich auch nicht. Na doch, du müsstest sie erwarten, wenn du nicht finanziert werden würdest durch irgendjemanden. Wenn du jetzt einer Erwerbstätigkeit nachgehen müsstest, weiß ich nicht, ob du diesen Sender noch machen würdest. Falsch. Es ist so, du musst noch nicht mal mehr finanziert werden. Du siehst doch das Hartz-IV-System. Das ist alles Brot und Spiele. Brot müssen sie geben, weil es sonst zur Revolution kommt. Ganz einfach. Das ist denen ihr Selbsterhaltungstrieb, das System aufrechtzuerhalten und um die Leute zu füttern, damit es nicht zur Revolution kommt. Das ist denen, ja, du kriegst aber nur so viel Brot, damit es eben nicht dazukommt. Und so viel Brot, damit du ja nicht zu fett wirst und anfängst zu meutern, so wie es in der DDR war. Valentin, überleg da nochmal ganz genau und hinterfrage nochmal deine eigene Komfortzone. Nee, wie, was meinst du denn jetzt? Na genau das, das, was du möchtest, die entscheiden, was du bekommst. Die entscheiden, was du kriegen sollst. Das tun sie heute mit Hartz IV auch. Eben. Nur das, ja, naja, was heißt eben? Die werden dir nur so viel Brot geben, damit du nicht verhungerst und so viel Leistung bringst, dass du rentabel bist. Und wenn du nicht mehr rentabel bist, fällst du runter. Und das ist ja die Masse, hat ja Angst, dahin zu fallen. Also sie werden in Angst gehalten. Nicht beim Venus-Projekt so. Natürlich, beim Venus-Projekt wird ein Schlaraffenland vorgeschwärmt. Also ich bitte dich, Valentin. Das ist nämlich genau das, wo du anspringst. Ich brauche nicht mehr arbeiten, der Kühlschrank ist voll, ich kann machen, was ich will. Ja, wer sich drum kümmert, dass das da voll ist, ist mir eigentlich egal. Der grüne Mantel wird hervorgehoben, irgendjemand produziert meine Nahrung, was völlig gegen die Natur ist. Ich sollte meine eigene Nahrung produzieren, dann brauche ich nämlich auch keine Medizintechnik in der Mitte. Also das ist für mich ein Schlaraffenland, so wie nach der Mauer, nach dem Mauerfall. Die wollten den Konsum haben und als sie den Konsum hatten, hatten sie festgestellt, oh, das mal arbeitslos werden, haben wir auch nicht gewollt. Ja, vorher nachgedacht und hinterfragt, brauchst du hinterher nicht enttäuscht zu sein. Naja, dafür konnte die Bevölkerung weniger, also da waren andere Steuerungsmechanismen drin, aber wie du schon sagst, Mona, also denen oder die auf dem Land sind so, weißt du ja selber in Bolivien, die selber anbauen und weiß ich was, die schmeißen auch das Wenigste weg. Guck dir an, in Großstädten oder so, die eben beliefert werden müssen mit irgendwelchen Lebensmitteln, weil da eben dieses Computerprogramm eben nicht funktioniert so richtig, weil man eben 3 Millionen nicht, hundertprozentig, sozusagen in einen Computer reinstecken kann und sagen kann, ja, die fressen im Dezember so und so viele Kilo Bananen, die fressen im Januar so und so viele Bananen oder was, und wir liefern so viele, weil sie das nicht können oder was, liefern sie mehr Mengen, also werden auch diese Mehrmengen dann zum Schluss weggeschmissen, was, wenn du auf dem Dorf oder wie es Eko bist, niemals weggeschmissen werden. Diese großen Städte oder was, die müssen abgeschafft werden. Das, was hier eben sozusagen Valentin sagt, oh, ich gehe gerne in eine Stadt. Alles, was du in einer Großstadt machst, ist vollkommen, erstmal entfremden sich die Leute vollkommen, haben nichts mehr miteinander zu tun, weil sie in ihren Wohnungen sich einschließen. Und zweitens ist das im Prinzip das Chaos, was entsteht, eben mit Lebensmitteln, die weggeschmissen werden. Weil, ach, da ist ja im Kaufhaus, da brauche ich bloß jeden, aber du kaufst eben nicht alles. Dann verfällt es und wird weggeschmissen.
Das machst du auf dem Lande nicht. Da hast du, aha, hier ist ein Apfelsinenbaum, dann machst du den. Und wenn zu Fülle sind, machst du Marmelade und dann hast du das und machst oder was und machst da Handel mit. Aber in der Stadt kümmert sich keine Sau drum. Naja, in Kofik das nicht, dann verfällt das. Eine Stadt ist noch nie im Prinzip die absolute Lösung gewesen. Umso mehr Weite, umso mehr Freiheit du hast für dich selber in einer Wildnis, sagen wir mal so, umso selbstständiger bist du, umso mehr kannst du für dich und die Gemeinschaft auch tun. Also das Venus-Projekt erinnert mich an so einen Science-Fiction-Film, wo der dann aufgestanden ist und morgens die Computerstimme gesagt, haben Sie schon Ihre Blutwerte abgegeben? Wir wollen natürlich, dass Sie gesund bleiben. Ja, also du wirst komplett, das ist alles schön, ja, aber es ist nicht schön. Ja, du wirst eingesperrt in eine riesengroße Großstadt, wo man dir vorgaukelt, du hast alles, du kriegst alles, du bist, ja, aber die Menschen entfremden sich, 100%. Das Leben wird einem einfach bequem gemacht, bequem, und letzten Endes ist diese Bequemlichkeit genau das, was dem Menschen seine Willenskraft raubt. Also wenn der Mensch dann sich in der Bequemlichkeit niederlässt, dann nimmt er halt einfach alles hin, was gut und schön ist in dieser Bequemlichkeit. Und unter Dekadent will nicht mehr wissen und da gehen Zivilisationen unter. Ja, ich glaube also doch, dass der Mensch ein Streben hat nach mehr Wissen und Unterhaltung und das automatisch resultiert in Weiterentwicklung. Also du bist in der Kirche, weil du so einen großen Glauben hast, oder was? Ja, das ist natürlich die Beschreibung des Systems, das wir jetzt haben, ist einfach, dass es verstanden wird wie eine Maschine. Der Kapitalismus ist eine Maschine mit festen Regeln. Und wenn du dies und das reinschüttest, kommt unten dies und jenes raus. Aber diese Gesetze sind schon uralt. Ja, aber das, was dich jetzt von dem Rest unterscheidet, ist Folgendes. Du möchtest diesen Kapitalismus weiterentwickeln und der Rest würde sich einfach wünschen, dass dieser Kapitalismus verschwindet von dieser Welt. Und das kann sich jeder aussuchen. Ihr könnt ja irgendwo auf irgendwelche Schatzinseln, will ich jetzt nicht sagen. Aber ja, man kann das doch so einführen, dass es erstmal nur in irgendeiner Stadt stattfindet. Und dann, wem es passt, der kann das dann besuchen. Und wem es nicht passt, der kann wieder in die alte Bundesrepublik zurück. Ja, aber es soll doch darauf hinauslaufen, ja, dass dann irgendeine Instanz später darüber entscheiden wird, ob dieses Projekt gelungen oder gescheitert ist und ob man das global ausweiten wird oder nicht, oder? Nö, also ich finde eben nicht. Ich finde, für mich ist es eben nicht relevant. Relevant ist es nur für die Leute, die tatsächlich heute die Ressourcen haben, wenn so ein System eingeführt wird, dann auf dem ganzen Planeten. Für die ist es relevant. Aber für uns Kleinen wäre es doch toll, irgendwo ein Dorf zu haben, wo man sagt, hier gehört niemand nichts, aber wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir produzieren. Ja, da muss man sagen, solange einem das nicht aufgezwungen wird, solange es wirklich nur Städte irgendwo sind, ja, wo man hingehen kann, wenn man will, und wieder gehen darf, wenn man das will, dann ist das alles völlig okay. Dann verstehe ich dich auch. Das ist nett. Das kann man mal ausprobieren, aber es geht halt um die Frage, ob das Ganze soll ein Projekt, ein Experiment sein, um herauszufinden, ob das System geeignet ist, um ausgeweitet und weiter verbreitet zu werden. Oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Ja, das ist aus meiner Sichtweise so, wenn die Menschen sich wohlfühlen und wenn es ihnen taugt, dann wird sich das automatisch dadurch fortsetzen, dass immer mehr Leute kommen werden. Ja, wenn es nicht taugt, dann wird es nicht eingestellt. Wird es nicht so sein, dass die Entscheidung im Nachhinein, ob das Projekt positives Ergebnis oder negatives Ergebnis hat, wird die Entscheidung von denen getroffen, die da geblieben sind oder gezwungen wurden, da zu bleiben, oder von denen, die wieder fortgegangen sind, sich gar nicht entschieden haben, dorthin zu gehen oder vielleicht daran gehindert wurden, dort wegzugehen? Das ist die Frage. Von wem wird diese Entscheidung getroffen? Ja, das Ganze läuft doch darauf hinaus, dass das Ganze irgendwann etabliert werden soll. Das ist die Idee, die dahinter steckt, ja. Und dass die Menschen davon, die sollen einfach davon überzeugt werden. Und dann wird es immer Menschen geben, die wollen das nicht. Und es soll eine Mehrheit erreicht werden, die bestimmen darf, dass das Ganze so sein soll. Ja, diejenigen, die dagegen sind, die werden einfach als inkompetent bezeichnet und denen ihre Entscheidung wird nicht mehr die hat kein Gewicht mehr. Darauf läuft das Ganze hinaus. Nee, also es ist doch so, ich habe doch gesagt, es geht erstmal um eine Stadt, um ein Dorf, wo man das einführt. So, entweder gibt's Zuzug oder die Leute ziehen weg.
Ja, und ich meine, also, ich habe gerade davon geredet, worauf es hinausläuft. Das ist doch mal andere Rede. Also ich wollte nur mal fragen, also ich möchte in ja keine Stadt leben. Ich möchte jetzt gerne am Meer leben. Zum Beispiel, weil ich, ja, jetzt möchten aber plötzlich alle sagen, was soll ich denn in einer Stadt? Hier ist Hitze oder was? Wir haben 30 Grad. Was soll ich denn hier in einer Stadt? Auf einmal sind 30 Millionen, so wie wir das ja vom Ballermann her kennen, alle am Meer und saufen sich da eine an. Und dann geht mir diese 30 Millionen auf den Keks und sage, nee, was soll ich denn hier am Meer? Jetzt möchte ich in die Berge. Und plötzlich kommen die mir alle, dann machen wir hier eine Völkerwanderung oder so, weil gerade sich das Wetter so und so ändert und jeder sagt, ach, heute möchte ich hier wohnen. Der nächste sagt, nein, jetzt möchte ich am Strand sein, in eine Berge oder was. Keiner will mehr in irgendeine Stadt wohnen. Wer will denn in eine Stadt wohnen? Bei 35 Grad, da möchte man am Meer, am Wasser oder weiß ich wo sein. Also das, was du da sagst, ist eine vollkommene Utopie und vollkommener Schwachsinn. Das funktioniert nicht, weil jeder Mensch im Prinzip, darum machst du ja auch Urlaub. Du machst dir im Prinzip da, wo das warm ist, wo das dir gefällt oder was. Manche machen in Spanien Urlaub, einen Badeurlaub oder auf Mallorca oder weiß ich was. Vollkommen egal, aber sie wollen raus aus dem und du bist dann in irgendeiner Stadt eingefärscht. Ja, ihr macht das Szenarien auf. Ich glaube das einfach nicht. Na, das soll für das ganze Leben. Du sagst doch selber, dieses Projekt ist für dich dann oder für mich für das ganze Leben. Damit muss ich doch ein ganzes Leben lang eben klarkommen. Nee, es gibt doch noch das alte System. Da kannst du auch drin bleiben. Hä? Na, freilich. Valentin, das Missverständnis ist gerade folgendes. Also das, was du jetzt meinst, ist halt dieses Projekt, so wie es jetzt gestartet werden soll, ja, aber das Ganze läuft ja auf etwas hinaus, das hast du eben selber gesagt, ja, dass interkontinentale Strukturen geschaffen werden sollen und dass die ganze Welt eine Einheit wird und dass das Ganze wirklich verbreitet werden soll. Das ist die Idee, die dahinter steckt, herauszufinden, beziehungsweise einfach die Entscheidung zu treffen, dass das Ganze sinnvoll ist, ja, und das dann einzuführen auf irgendeine Weise. Aber wie soll das denn geschehen? Also letzten Endes, wenn dann ein paar Jahre, 10 Jahre oder so, es vereinzelt solche Städte gab, ja, und dann aus irgendeiner Abstimmung heraus die Entscheidung getroffen würde, dass das Ganze gut ist und die Welt dann umstrukturiert werden soll, wie geschieht das denn? Was geschieht mit all den Menschen, die das nicht wollen? Dürfen die dann in ihren Städten bleiben? Das ist sicher. Das basiert ja eben nur auf Freiwilligkeit. Oder müssen diese Menschen dann in ihren Städten für den Wohlstand der Menschen in den Venus-Projektstädten arbeiten? Genau, das ist nämlich die Frage. Wer schafft denn all die Projekte? Es muss doch Sklaven geben in diesem System. Nee, es kann ja immer noch... Wenn jeder in diesem System es bequem haben will und nicht arbeiten will für seinen Konsum, es muss doch irgendjemanden geben, der dann gezwungen wird dafür. In diesem System muss es Sklaven geben, doch. Weil nicht alles technologisch automatisiert werden kann. Das gibt es einfach nicht. Und es gibt Arbeiten, die kann man nicht automatisieren, die auch nicht jeder, die nicht irgendeiner freiwillig machen wird. Ja, aber es ist doch. Wer putzt es ist doch normal. Okay, das kann automatisiert werden, aber ja, es muss einfach Sklaven geben in so einem System. Und das ist wahrscheinlich das, was alle hier juckt, die da halt Skepsis spüren. Das Ganze läuft auf eine Entrechtung einer gewissen Schicht hinaus, die nicht einverstanden ist damit, wenn das Ganze verbreitet werden soll. Ich gehe doch von einer Stadt aus. So, da kann man hingehen oder weg. Wo ist denn das Problem? Das ist eigentlich Ziel vom Venus-Projekt. Die wollen das ja weltweit haben. Genau, das Ziel ist, diese Stadt als Exempel zu statuieren, dass es Sinn macht, das Ganze global auszuweiten oder zumindest in den Ballungszentren, in denen das Argument der Überbevölkerung bestätigt wird, halt zu etablieren. So. Da müssen Städte niedergerissen werden, um Neues zu bauen oder soll in Kasachstan, hier in der russischen Weite, neue Städte gebaut werden? Naja, genau. Da in der russischen Weite. Irgendwo ein Versuchsstadt aus dem Boden stampfen. Oh, Mensch, ressourcenbasiert, sage ich dazu nur. Und dann auf fremdem Gebiet, was sollen Dritte? Wer gibt denn da sein Land? Du brauchst aber keine Angst haben. Die Russen, also in Novosibirsk, auf dem Ob, also auf dem Ob-Busen, wird schon ein Projekt, das, was du gesagt hast, so annähernd dem Mars ähnelt. Dass da eben Leute separat wohnen und arbeiten können, wissenschaftlich, wird von Putin schon gebaut. Also dieses eine Projekt ist schon, aber das ist russisch, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Wir können ja nun nicht Putin sagen, er soll für uns was bauen, das Land gehört uns, der wird dir was husten. Der wird dir als erstes erstmal den Kopf wegpusten.
Du machst ja einem Angst. Nee. Naja, gut, okay. Wollt ihr noch was dazu sagen, bevor ich die Aufnahme stoppe? Ist das Venus-Projekt jetzt kommunistisch oder nicht? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, der Begriff passt einfach nicht mehr in diese Zeit. Das ist ein Venus-Projekt, ist, was es ist, ressourcenbasiert. Nee, das ist zentralisiertes Eigentum in weniger Leute Hände und Verteilung durch Bestimmung. Ja, dem stimme ich auch zu. Und ich sage, Eigentum ist eine Täuschung und es interessiert mich überhaupt nicht, wem das im Endeffekt gehört, wenn es allen zu gleichen Teilen zugute kommt, wenn natürlich zu einer Machtkonzentration kommt, dann finde ich das nicht gut und es ist ja heutzutage im kapitalistischen System durchaus nicht zu verneinen. Eines muss dir klar sein, in so einer Stadt wird von oben herab bestimmt werden, was deine Bedürfnisse sind. Also wenn du irgendeinen Bedarf hast, ja, der nicht im Angebot existiert, hast du Pech gehabt. Aber das Problem ist, ihr könnt nicht in Win-Win-Situationen denken. Wie meinst natürlich, du das? Natürlich, durch die Nachfrage wird das Angebot geregelt. Das ändert sich doch nicht. Meinst du wirklich? Nee, es ändert sich keineswegs. Sonst ziehen die Leute da weg. Welche Nachfrage denn? Und sag mal, in welchen, was bringst du denn jetzt durcheinander? Ich meine, der Konsum, der da passiert, der muss ja erstmal von irgendjemand geschaffen werden, so viel zu ressourcenbasiert. Und was du gerade gesagt hast, als ein Eigentum zentral muss allen alles gehören, es darf nur nicht in wenige Hände sein. Also nehmen wir das Volkseigentum aus dem Sozialismus, war ja auch so gedacht. Darüber bestimmt haben aber doch nur wenige Köpfe. Und genau das Gleiche, dass es jetzt im Privatbesitz ist. Was vorher auch Privatbesitz war, aber offiziell als, das ist genau das gleiche Spiel, nur anders aufgezogen. Die äußeren Bedingungen sind ein bisschen valentinfreundlicher, sage ich jetzt mal ganz böse. Also wenn alles allen gehören würde oder dir das nichts gehört. Das geht nicht. Wir müssen mit dem, was wir haben, umgehen und müssen nicht verschwenderisch umgehen, sondern müssen überlegen, wozu wir die Ressourcen benutzen, ob jeder davon einen Nutzen hat oder nur einer davon einen Nutzen hat. Und wenn ich etwas entwickle, muss ich mir überlegen, geht es nur um mein Ego, will ich nur ein Lob haben? Da sind mir die Konsequenzen egal. Wir müssen demütig dem gegenüberstehen, was wir haben und das verwenden und brauchen, was nötig und notwendig ist. Und nicht, dass irgendjemand uns da eine Stadt hinbaut, mit einem Computer steuert. Kennst du SAP? Anforderungsmanagement. Also das ist ein ganz klarer Prozess. Das haben Strategen sich ausgedacht dort. Garantiere ich dir. Das mag ja sein. Aber komme doch mal weg von diesem, wem das gehört. Ja? Lass uns das doch einfach Lass uns das doch einfach in eine Stiftung aufgehen und dahinter steckt natürlich wieder ein Grüppchen. Das ist mir schon klar. Wer steckt denn hinter der Bertelsmann-Stiftung? Wer steckt denn hinter den großen Stiftungen? Guck dir die großen Konzerne an, die bauen alle Stiftungen, weil es genau dahin geht, Valentin. Guten Tag, viel Spaß und willkommen in der neuen Welt. Ja. Na gut, also ihr seid nicht zu begeistern für das Venus-Projekt. Das ist schade. Also ich würde es begrüßen, wenn irgendwo lokal sowas erstmal umgesetzt wird, um zu sehen, ob das denn wirklich dann zu Machtkonzentrationen kommt. Aber ich glaube eben, dass die Beschaffung von so einer Stadt, die eben so funktioniert, wie sie Chuck Fresco versucht zu etablieren, gar nicht zu Machtkonzentrationen kommen kann. Natürlich hatten wir doch alles schon. Also Valentin, ich meine, du magst das gerne gut finden, das gestehe ich dir auch zu. Nur wie gesagt, wenn ich etwas entwickle, mache ich nicht einfach etwas und schau mal dann, wie es läuft. Das tun wir nämlich die ganze Zeit und dann verschlimmbessern wir, sondern ich überlege mir die Konsequenzen, die daraus entstehen könnten, die möglichen. Weil ich arbeite ja mit Unbekannten, das ist der Mensch. Es sei denn, ich will sie gleich für mich haben, dann spiele ich ihnen vor, dass ihre Grundbedürfnisse gesichert sind, das will ja jeder. Und dafür lasse ich sie dann aber trotzdem in der Stiftung. Also mach, was du möchtest. Aber bitte geh aus deinem Komfortzone und deinem schönen Wunschdenken hinaus, wenn du so etwas beurteilen möchtest, ohne vielleicht mal mit ein bisschen Abstand. Und überlege genau, was dir da so gut gefällt und warum es dir so gut gefällt.
Ja, ganz einfach. Ganzen Steuermist braucht es nicht mehr. Die ganzen Eigentums- und turbokapitalistischen Marktkämpfe sind obsolet. Aber das Umweltverschmutzung. Eigentum ist doch in wenigen Händen nach wie vor, nur weil es heißt, das nimm das Volkseigentum aus der Ex-DDR, Valentin. Hast du das war nie. Wer das sind war denn nie die? So, wie es hätte sein sollen. Wie willst du denn, meinst du, dass das, also ich bitte dich, Valentin, aber wie gesagt, träum weiter. Wer träumt und glaubt, der hat verloren in meinen Augen. Ich weiß dann aber wenigstens, wem gehören die Ressourcen, verstehst du? Das da wussten wir auch, das wussten wir in der DDR auch. Und, was hat es uns geholfen? Nee, da wusste man es nicht. Natürlich, erzähl doch nicht so einen Quark. Entschuldige bitte, hast du da gelebt? Naja, also zum Schluss war dann diese Verteilungs... Ministerium, wie hieß das nochmal? Handel und Versorgung, das haben wir hier auch, das ist nichts anderes. Ja, und die haben es dann verschleudert an Private, ne? Also das ist die, ja auch die nicht. Die wenige, die sich damit wieder fett gemacht haben, im Guten wollen, was Gutes zu tun, Valentin. Weil Menschen, solange wie die Menschen sich nicht im Kopf von dem Vorteilsdenken, dem ich will bewundert werden, ich will einen Bonus haben, ich möchte belobt, ich will, Lob ist ja was anderes, also eine materielle Gegenleistung und auch wenn es nur Applaus ist für ihr Tun, sondern dass sie es tun, weil es sinnvoll und nützlich für alle ist. Und da erwartet man keine Gegenleistung, dann tut man etwas. Also muss man sich von dem Eigentumsdenken lösen von sich aus und nicht befehlen, weil das ist Quatsch. Wer sowas befiehlt, der hat nur im Kopf, sich selber das zu nehmen. Genau. Also gehen wir doch mal davon aus, dass du nichts, was du außerhalb deines Körpers hast, je wirklich besitzen kannst. Dann ist so ein Konzept denkbar. Das hatten wir und dann gab es das Erbrecht. Konnte sei alles nur geliehen? Ja, aber wie ist denn heute? Wem gehört noch wirklich was, außer ein paar, ja? Ja, ich denke jetzt nicht mehr unweigerlich an den Sozialbereich. Krankenpflegeversicherung, wenn ein Schwerbehinderter einen Rollstuhl kriegt und einen Sanitätsaus liefert ihn aus, da ist nur geliehen, geleast. Das ist ein Abschreibungsverfahren, wie soll denn das da laufen? Das ist jetzt nicht mehr so ein Beispiel, was total so richtig ein Klassiker ist. Ja, war eine tolle Kontroverse, ne? Also wie kriegt man das hin? Das war wirklich eine tolle Kontroverse heute Abend. Fand mir sehr gut gefallen, Leute. Möchte noch jemand was zum Abschluss sagen? Wir sind jetzt eine Stunde, da sollten wir langsam Stopp machen, sonst wird es zu viel. War echt eine tolle Geschichte heute Abend. Hat mir gut gefallen und ja, wir werden sehen. Ne? Gut, Carmen, willst du noch was sagen oder soll ich den Abschlusssatz sagen? Ja, ich kann nur zum Abschluss sagen, wir können ja jetzt zum nächsten Mittwoch mal einen Gegenvergleich machen. Was bietet unser System jetzt? Wie kommt das System an? Hinterfragen wir das und stellen das immer dann zum Schluss nebeneinander. Da wird man ja sehen, was dabei rauskommt. Und da kann man das dann zum späteren Zeitpunkt dann nochmal in Zusammenhang diskutieren. Das ist mal mein Standpunkt. Gut, du kannst es dann jetzt ausleiten, dann nehmen wir die 60 Minuten voll. Ja, würde ich auch sagen. Also jetzt haben wir noch 1:40, dann ist die Stunde voll. Ja, an der Stelle ist natürlich die Gefahr groß, dass sich wieder eine Machtkonzentration bildet, bestehend aus verschiedenen Leuten, was sich aber, also die Angst möchte ich jetzt nicht befördern. Ich meine, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne? Und so kann man nur sagen und sich wünschen und hoffen, dass es Dörfer und Städte gibt, die sich bereit erklären, sich mal wirklich autark, selbstversorgend, sich so einem bargeldlosen Gesellschaftsidee zu widmen, weil sonst spekulieren wir die ganze Zeit nur. Und ich drücke den Leuten vom Zeitgeist die Daumen. Ich denke, dass sie es positiv meinen. Und ja, das war mein Schlusswort. Okay.
Alles klar. Spende. Das war dann jetzt die Live-Aufnahme, geht auf YouTube. Ja, Und wir können jetzt quasi weiter diskutieren ohne Aufzeichnung. genau. Okay, jetzt, das war mumbletreff.de. Jeden Mittwoch um 20 Uhr nächste Woche Kapitalismus. Und wir waren bei Carmen. War eine tolle Sendung. Ich wünsche euch einen schönen Abend und goodbye. Dann werden wir über